Hallo und herzlich willkommen zurück in der Küche des Grauens. Ich hab vielleicht eine Idee, was gehen könnte. Das werden wir jetzt ausprobieren. Sicher ist es nicht, aber let's see. Hilfe, Mann. Das ist ja... Okay. Scheiße. Aber das mit dem Kopf, okay. Ja, okay, das hätte uns tatsächlich auffallen können. Aber was geht denn hier ab? Da oben ist einer gefesselt. Was zur Hölle, Mann? Was geschieht hier? Ist gerade Pause oder so? Ups. Okay, wie kommen wir zu dem Schalter, wenn wir die Vase oder die Dings nicht kaputt machen? Die ganzen Kids, die sind ja richtig am Abdrehen. Ist das denn gottverdammter Ernst? Okay. Da hoch. Da. Das hätte er locker halten müssen. Es geht gar nicht durch die Tür wahrscheinlich. Das ist alles auf die Lehrerin mit dem langen Hals. Oh Gott. Gemünzt. Und dann. Das war wieder komplett Absturz. Auf ein neues. Miau, 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 miau. Ist das Gehirn? Okay, da war Gehirn dabei. Ah ja, es ist... Es tut ja nicht, dass wir... das Glas werfen.
Ja, schön. Steck schön die Frösche da rein. Milady. Ja, ein Skalpell. Oh, dann noch ein Messer. Wo gehst du denn hin mit dem Messer jetzt? Oh, da ist eine Hand. Ach, toll. Doch, wir kommen da sogar vorbei, aber wir hätten auch hochgekonnt auf den Tisch. Wir müssen wahrscheinlich hoch. Wir müssen hoch. Hier ist niemand. Ah, sie hat uns mit ihrem Auge gegessen. Also ich denke, wir haben genug Zeit, um da zu schleichen. Nein, wir müssen das unbemerkt schaffen. Oh nein, 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 nein. Schau nicht so. Die nette Frau Lehrerin, ne? Ja, du brauchst doch jetzt hier nichts. Nicht umfallen, nicht umfallen, nicht umfallen, nicht umfallen, nicht umfallen. Okay. Puh. Aua. Da wäre eine Leiter gewesen. Upsi. Nee, das können wir nicht aufmachen. Okay. Puh. Kommen noch mehr?
Nein, eine Sekunde zu spät. Eine halbe. Viertelte. Nein! So ging es mir gestern in Elden Ring auch. Einfach das Timing nicht gehabt. Ach ja, jetzt kommen sie zu zweit, ne? Oh, die Ollen. Ollen Puppen hier. Jetzt nimm halt. Dein Maul. Nein. Oh, das war knapp. Das war knapp. Huch. Du bist gleich ruhig. Nein, und jetzt tötet uns das so ein Scheiß. Oh Gott, es hat gespeichert. Oh Scheiße, hey. Ich nehme den Hammer mit, ich sag's euch. Oh, sorry. Sorry, Six. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich bin's nur. Los, lass uns schnell von hier verschwinden. Da hinten wohl hochkurbeln. Okay, es geht nichts mehr. Seilwinde kaputt. Das
wird dem Hausbesitzer sicher nicht so gefallen. Okay, okay, okay. Wie machen wir das denn? Wir haben jetzt überall immer diese Gegner. Sie popelt mit dem Schlüssel halt einfach mal in dem Frosch rum. Danke, Six. Danke. Ohne Six wird es schwierig aussehen für uns. Ja, komm, lass aus. Hör auf. Oh. Ist Six krank? Komm her, du. Hier hoch und drüber. Wer spielt denn da? Okay, es wird lauter. Ah. Hey, nein. Dann machen wir es halt so. Aber scheinbar sind wir immer noch in der Schule, ne? Ach so. Na komm schon. Ach ja, klar, wer denn sonst? Frau Langhals. Hä, wie soll ich jetzt hochkommen? Och nö.
Och nö, echt, jetzt müssen wir das Ding da an ihr vorbeiziehen. Okay, spiel weiter. Okay, sie ist... Oh Gott! Wie lang ist denn ihr Hals, bitte? Mir ist geschafft, sie mir aus der Schule raus. Oh, Six ist kalt. Na gut, würde sagen, wir suchen uns in der nächsten Folge ein trockenes Plätzchen. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mir sehr helfen. Und wenn ihr Bock habt, schaut auch mal auf meinem Twitch-Channel vorbei. Der ist auf meinem YouTube-Kanal verlinkt. Vielleicht sehen wir uns dort auch mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.